Jetzt aber zum Unboxing von diesem Bay, den ich hier in der Hand halte. Es geht um Excalius X4. Hallo und herzlich willkommen meine Bay Bros im Bay Stadium. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser Folge habe ich was ganz Besonderes für euch und zwar ein Unboxing. Ihr habt es wahrscheinlich schon aus der Beschreibung des Videos mitbekommen, worum es hier gleich gehen wird. Ich werde ihn euch gleich zeigen. Erstmal noch ein kleines Dankeschön an euch, dass ihr so fleißig den Kanal abonniert habt. Wir haben jetzt mittlerweile schon die 500 Abonnenten geknackt. Das ist wirklich krass, vor allem in so kurzer Zeit. Deshalb, wenn ihr noch kein Abonnent von Bay Stadium seid, dann würde ich mich über ein Abo freuen und natürlich auch darüber freuen, wenn ihr die Glocke einmal drückt. Dann bekommt ihr eben auch eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir kommt. Jetzt aber zum Unboxing von diesem Bay, den ich hier in der Hand halte. Es geht um Excalius X4 und zwar habe ich diesen Bay schon vor einiger Zeit bestellt und dann gab es ein wenig Lieferschwierigkeiten, deshalb hat das Unboxing jetzt ein bisschen gedauert. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, was dieser Bay hier kann. Er ist natürlich ein rechtsdrehender Bay, ein rechtsdrehender Attack Bay, das heißt, wir können hier ein sehr aggressives Angriffspattern gleich erwarten. Ich werde diesen Bay jetzt gleich mal auspacken und dann natürlich auch in der Slingshock Arena ausprobieren und ich bin gespannt, was hier passiert. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und jetzt geht's direkt zum Unboxing. Und da sind wir auch schon beim Unboxing angekommen. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Verpackung ein wenig an. Hier haben wir natürlich den Bay drin, dann einmal den neuen Starter, die mit den neuen Beyblade Burst Turbo Varianten natürlich immer dazukommen. Und hier hinten haben wir das neue, ich nenne es jetzt mal Slingshock Barometer. Einmal mit dem gelben Bereich hier, das ist dann die Power und der grüne Bereich, das ist die Geschwindigkeit. Und hier haben wir eine eher ausgeglichene Variante, das heißt, wir haben hier die 3 bei Power und auch die 3 bei der Geschwindigkeit. Kommen wir nun mal zu den Einzelteilen, angefangen bei dem Energy Layer. Sehen wir hier schon rechtsdrehend. Was wir hier auf dem Energy Layer natürlich sehen, ist ganz groß dieses fette Schwert. Das ist natürlich ein Markenzeichen von Excalius. Dann haben wir hier einmal die Forged Disc. Das ist die D55. Da sehen wir auch wahrscheinlich wieder diese Schwertform, beziehungsweise die Form einer Klinge. Und hier haben wir einmal die Performance Tip. Das ist TA17S. Wie das Bild hier schon vermuten lässt, sieht das sehr stark nach einem Angriffsbay aus. Was natürlich hier auch in den Stats noch einmal zu finden ist. Wir haben eine 11 bei Attack, also komplett voll. Burst 5, 0 bei Defense, das ist natürlich ganz klar, wenn wir hier so krass auf die Attacke gehen. Dann vom Gewicht her sind wir bei 7, das testen wir gleich mal im Verhältnis auch zum alten Excalius. Bei Agility, also Agilität, haben wir hier dann 3 und bei Stamina auch eine 0. Das heißt, wir sind hier natürlich nicht so extrem mit der Ausdauer unterwegs. Aber dann packen wir ihn mal aus, dazu brauchen wir einmal kurz hier die Klinge. Dann stecken wir das Messer hier einmal rein und entfernen den Kleber. So, dann haben wir hier natürlich Papier, das brauchen wir erstmal nicht. Und hier sind wir dann auch schon beim Bay. Einmal das Ripcord ein bisschen auseinanderfummeln. Dann, was ich immer ganz gerne als allererstes mache, ist das Ripcord einmal so ein bisschen in die andere Richtung biegen, damit es etwas gerader wird und nicht so hakt, wenn es durch den Starter gezogen wird. Dann haben wir hier einmal den grünen Starter aus der Turbo-Serie. Der ist von der Funktionalität her eigentlich genauso wie die weißen aus der Evolution-Reihe, nur fasst er sich ein bisschen anders an und sieht ein bisschen anders aus. Und dann kommen wir mal zur Performance-Tipp. Fortschritt. Und natürlich den Energy Layer. Für all diejenigen, die mit der Beyblade Burst App unterwegs sind, das heißt auch auf dem Smartphone ein wenig Beyblade spielen, die können hier einmal sich den Code scannen. 3, 2, 1. Und dann könnt ihr euch nämlich diesen Bay auch in die Beyblade Burst App reinholen. Auf dem Energy Layer sehen wir jetzt natürlich hier das große Schwert und man kann es in der Höhe bzw. in der Weite ein wenig verstellen. Dazu gibt es hier einmal diesen Clip, den kann man reindrücken. Dann sehen wir schon, dann ist das Schwert ein bisschen weiter rausgekommen und ist fixiert. Man kann es auch so ein bisschen bewegen noch, wenn wir es hier noch ein bisschen wieder reinmachen, dann sehen wir, geht es wieder rein. Ähnlich wie bei Takara Tomy haben wir natürlich auch dann die Möglichkeit, das Schwert so ein bisschen rauszuholen. Ich bin aber der Meinung, dass, wir können ja hier immer den Unterschied nochmal sehen. Das ist jetzt eingeklappt und jetzt klappen wir es einmal aus. Also ich sehe da jetzt nicht so einen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Vielleicht mache ich es auch gerade falsch. Ich werde es mir nochmal nach dem Video ein bisschen angucken, wie das hier Ganze funktioniert. Aber ich glaube, das ist das Maximum, was hier rausgeht. Und das muss ich sagen, da geht mehr. Das ist ein bisschen wenig. Das sind ja maximal, keine Ahnung, ein halber Millimeter. Das finde ich ein bisschen schade. Kommen wir mal zur Forged Disc. Die ist auf jeden Fall deutlich schwerer als das, was ich bis jetzt so von den neuen Turbo Bays in der Hand hatte. Fühlt sich auf jeden Fall deutlich schwerer an. Und hier jetzt die Performance-Tipp.
in der eingeklappten Variante. Hier sehen wir schon was Kleines zum Schieben, dass wenn man das einmal reindrückt auf die andere Seite, kommt es hier raus und dann sehen wir schon, klackt da die Spitze raus. Das heißt, wir sind ein bisschen erhöht und wahrscheinlich in dem Angriffspattern auch nochmal ein bisschen aggressiver vielleicht. Wenn man es wieder reinmacht, sieht man schon, das Ganze fällt wieder in sich zusammen und wir haben die breite Spitze, die wahrscheinlich für die Rails ein bisschen besser gemacht ist. Aber ich baue das Ganze jetzt mal hier zusammen und dann testen wir das Ganze mal. Also er wirkt auf jeden Fall schon mal deutlich schwerer so in der Hand im Vergleich zu Achilles, der deutlich leichter ist, muss man einfach sagen. Was man auch als Unterschied jetzt hier sieht zu den anderen Turbo Bass, ist, dass sie hier wirklich ein bisschen Metall oben drin verarbeitet haben. Das ist ja bei Veltrik und Achilles leider nicht der Fall. Da sind diese metallanmutenden Plastikteile wirklich nur Plastik und grau angemalt. Wenn wir uns mal Excalius X3 anschauen, hier ist nämlich wirklich das Schwert komplett aus Metall. Und jetzt im direkten Gewichtsvergleich würde ich sagen, da müsste man mal eine Waage rausholen, aber ich würde sagen, die sind ungefähr gleich schwer. Vielleicht ist Excalius X4 sogar doch nochmal ein bisschen schwerer, werde ich mir nochmal anschauen. Das sollte jetzt aber erstmal zum Unboxing gewesen sein. Jetzt probieren wir noch einmal kurz hier den Starter aus. Funktioniert wie erwartet. Dann packen wir mal hier Excalius X4 rein in der breiten Spitze, holen das Rail Rush Stadium einfach mal dazu und probieren ihn mal aus. 3, 2, 1, let it rip. Okay, ich finde, man sieht hier schon, dass ein bisschen mehr Gewicht im Spiel ist, da ja schon die ganze Arena so ein bisschen mitgezogen hat, wenn er gegen die Wand gestoßen ist. Mal schauen, wie das mit der ausgeklippten Performance-Tip aussieht. 3, 2, 1, rip! Also so hopst er ein bisschen mehr. Hat auch einen deutlich aggressiveren Sound, wenn man das mal hört. Ich mache nochmal die Spitze wieder rein, um einmal den Unterschied nochmal zu hören. 3, 2, 1, let it rip. Also was man hier sieht, ist auf jeden Fall ein deutlich aggressiveres Pattern als noch bei Achilles oder bei Veltriac. Ich muss sagen, optisch gefällt er mir auf jeden Fall gut. Dieses Riesenschwert ist natürlich echt ein optischer Fang. Muss ich sagen, gefällt mir echt wirklich gut. Dieser Bay wird, glaube ich, einige Battles hier für sich entscheiden können. Das kann ich so viel schon mal sagen, dadurch, dass er sehr aggressiv und auch sehr schwer ist. Von der Burstrate her, ja, man kann ihn schon relativ leicht bewegen, aber das müssen wir mal im Battle schauen. Das soll es aber erstmal vom Unboxing gewesen sein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch dieser Bay gefällt. Vielleicht habt ihr ihn ja auch schon. Im nächsten Video gibt es dann auf jeden Fall ein Battle mit Excalius X3. Falls ihr das Unboxing zum Rail Rush Stadium sehen wollt, das habe ich einmal unten verlinkt und zu Excalius X3 natürlich auch. Lasst gerne mal ein Like da und teilt auch den Kanal mit euren Freunden. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.